bist doch nicht tot. Hoch mit dir. Du bist doch nicht tot. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Und ja, nach der Kilo, nach der FAL, jetzt die nächste Waffe, die nach einem Patch wirklich übertrieben stark ist in Warzone. In meinen Augen sogar noch aktuell stärker als die Graue und die M4. Natürlich, die beiden Waffen sind immer noch übertrieben stark. Es geht um eine DLC-Waffe und zwar ist das die Brünn MK9. Ich werde euch natürlich wie immer im Verlauf des Videos das beste Klassensetup für die Waffe zeigen, deswegen bleibt gerne dran. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Videos verpassen wollt in Zukunft über den Multiplayer, über Warzone, über Klassensetups und so weiter, alles über Call of Duty, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für 3500 Abonnenten. Wirklich krass. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der Runde. Let's go. GGs gehen natürlich wieder raus an Kuma. Let's go. Wir werden auf jeden Fall jetzt so schnell wie möglich versuchen, den Loader zu bekommen, beziehungsweise wir haben jetzt auch mittlerweile genug Kohle, um den Loader zu holen. So, da haben wir jetzt auch schon die MK9 Brünn und ich hoffe, ich kann euch jetzt ein paar Aktionen live zeigen, wie heftig diese Waffe eigentlich ist. Natürlich spiele ich die Waffe auch wieder mit dem VLK-Visier. Theoretisch muss man das Ganze nicht machen, man kann es auch ganz normal ohne Visier spielen oder halt einfach mit einem normalen Rotpunktvisier. Aber ich finde das VLK-Visier zurzeit wirklich extrem nice. Dadurch, dass die Waffe eher so ein bisschen auf die Distanz spielt, ist sie jetzt vielleicht auch nicht die beweglichste. Allerdings, wenn man das Ganze so spielt, dass man quasi noch einen MP am Start hat, geht das auf jeden Fall klar, das Ganze. Seit dem Season 4 Update ist die Kilo ja wirklich auch eine der stärksten Waffen in Warzone. Und ich muss sagen, die... Let's go. Ich muss sagen, die MK9 lässt sich auch relativ ähnlich spielen wie die Kilo. Natürlich ist jetzt vielleicht, so wie ich sie spiele, wie gesagt, ein bisschen unbeweglich. Aber trotzdem ist diese Waffe zurzeit wirklich ein absolutes Biest. So, wir sind jetzt auch hier im Eisenbahntunnel. Ich bin echt mal gespannt, ob irgendwann wirklich eine Eisenbahn fahren wird, beziehungsweise ob wirklich Züge regelmäßig fahren werden. Würde ich auf jeden Fall sehr interessant finden. Vielleicht kommt ja so ein Special Event, beziehungsweise auch so ein Auftrag, wie zum Beispiel der Heli-Auftrag. Ja, natürlich campen sie wieder, aber er hat wirklich den guten Laser kassiert. Es müssen eigentlich zwei Leute sein, die hier chillen. Das Video wird jetzt auch wieder komplett spontan aufgenommen. Eigentlich wollte ich gar nicht unbedingt ein Video dazu machen, aber gestern im Stream haben wir das erste Mal so wirklich aktiv die Brünn gezockt, beziehungsweise auch wirklich getestet. Es ist einfach so gut gelaufen, beziehungsweise die Waffe war halt einfach so übertrieben stark, dass ich mir gedacht habe, okay, du musst jetzt unbedingt ein Video zu der Waffe machen, weil sie halt einfach mega heftig ist. Go. Standardmäßig hat die Waffe ja eigentlich 100 Schuss im Magazin, aber es gibt natürlich auch das verkleinerte Magazin mit 60 Schuss, was die Waffe wirklich um einiges mobiler macht und deswegen sich die Waffe auf jeden Fall auch noch ein bisschen besser spielen lässt. Okay, einen haben wir. Schmeckt. Oh, das ist halt echt... Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner, oder? Der. Ich habe ihn wirklich absolut nicht gesehen. Zeit habe ich auch wirklich oft das Gefühl, dass man eigentlich viel, viel schneller gelasert wird als teilweise am Anfang von Warzone. Manchmal habe ich drei Platten und es fühlt sich einfach so an, als hätte ich nichts. Als hätte ich irgendwie so komplett einen HP oder so. Ah, ja. So ungefähr. Einerseits ist es ja natürlich auch cool, weil man selbst Leute irgendwie schneller lasern kann. Digga, ich hab ihn einfach nicht gehört. Was ich auch unbedingt nochmal ansprechen wollte, ist quasi, dass Warzone ist ja theoretisch eigentlich ein komplett eigenes Spiel, wenn man es so sehen will. Also es gibt es ja auch komplett separat als Download. Das Game ist auch langfristig eigentlich geplant und ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze so weiterlaufen wird. Und deswegen interessiert mich das Ganze im Endeffekt eigentlich umso mehr, weil was wird passieren, wenn quasi neues Call of Duty kommt, komplett neue Waffen kommen und du dann quasi Warzone spielst, allerdings irgendwann keine DLC-Waffen für Warzone mehr kommen werden, beziehungsweise für Modern Warfare kommen werden, weil alle Waffen, die jetzt in Warzone am Start sind, sind natürlich auch aus Modern Warfare. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, wenn das neue Call of Duty am Start ist, dass wir dann irgendwann
auch eine neue Map bekommen werden mit neuen DLC-Waffen aus dem neuen Call of Duty-Teil. Ich glaube, sonst würde irgendwann keiner mehr Warzone spielen, beziehungsweise man hat halt auch irgendwie keinen neuen Content. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann irgendwie noch langfristig Content bringen, wenn Modern Warfare am Start ist, obwohl es quasi ein neueres Call of Duty gibt. Er muss, Digga, er ist sowas von tot. Digga, es tut mir halt wirklich leid. Er konnte halt einfach nichts machen. Ich kann zu 100% fühlen, wenn er sich jetzt einfach komplett ärgert. Nein, nein, Digga, warum? Hä? Scheiß drauf, Digga. Das muss man nicht verstehen. Ihr könnt gerne Hashtag Lost in die Kommentare schreiben. So, zweiter Versuch. Schreibt mir, wie gesagt. Ja. Ich bin wenigstens nicht der Einzige, dem sowas passiert. Schreibt mir wirklich gerne in die Kommentare, was ihr von Warzone erwartet, was jetzt in den nächsten Jahren passiert. Denn es ist ja wirklich geplant, dass Warzone ein Battle Royale wird, was wirklich langfristig am Start sein wird. Finde ich auch echt nice, denn Warzone ist ein Modus, der wirklich so viele Spieler wieder zu Call of Duty gebracht hat. Natürlich ist es jetzt nicht das Klassische, was wir von Call of Duty kennen. Es ist ein Battle Royale Modus, der jetzt nicht typisch für Call of Duty eigentlich ist. Eigentlich hat Call of Duty ja immer eher mit dem Multiplayer geprägt, aber dieses Jahr ist es zu 100% der Battle Royale Modus. Denn es ist wirklich einer der perfektesten bzw. am spaßbringendsten Modis, den wir seit Ewigkeiten haben. Moin, Digga, ist ja wirklich anders am Pushen. Let's go, Kuma. Rucksack ist wieder mal offen. Der Rucksack ist wieder mal offen. Ach, Digga, da kommt halt for real noch jemand. Okay, wir gucken. Ja, okay, einer ist safe direkt über uns. Let's go. Ich weiß noch nicht, wie ich das überlebt habe. Schwieriges Thema. Ah, von wo? Ja, moin. Ja, moin. Schreibt mir auch gerne mal in den Chat, ob das mit der Cap halbwegs in Ordnung aussieht. Oder ob ich halt einfach wieder aussehe wie der letzte Dulli. Im Endeffekt, bei den Thumbnails, die ich am Start habe, macht das, glaube ich, auch gar keinen großen Unterschied mehr. Okay, da kommt ein Fahrzeug. Ja, moin. Komm bitte. Ah! Hä? Wo kommt er jetzt her? Komm, Kuma, komm, Kuma. Ehren, Kuma, let's go. Er hat mich halt wirklich wieder anders im Rucksack. Digga, ich check's nicht, wie schlecht einfach das C4 geworden ist. Früher hättest du mit einem C4 wirklich den Gegner aus dem Leben gelasert, aber jetzt mittlerweile ist es halt nichts mehr. Digga, woher weiß er das schon wieder? Okay, ich habe keinen Plan, wo der andere Typ war. Ja, moin. Hä? Ja. So, nächster Versuch diesmal mit der Cap nach vorne. Ich hoffe, es sieht nicht die ganze Zeit so aus, dass man im Endeffekt nichts von meinem Gesicht sieht, aber ich versuche es jetzt einfach mal vorwärts. So, wir ziehen jetzt einfach zum Shop durch, scheiß drauf. Komm, einmal bitte. Gönn, danke. Ach du. So, ich zeige euch jetzt, wie versprochen, das Klassensetup für die Brühen MK9, was ich jetzt die ganze Zeit gezockt habe. Allerdings habe ich noch eine zweite Variante, die im Nahkampf vielleicht noch ein bisschen besser ist. Das erste Klassensetup, was ihr jetzt auch die ganze Zeit im Video gesehen habt, ist wirklich sehr, sehr gut für die Brühen, denn die Brühen hat eigentlich ihre Stärken im Fernkampf, jetzt nicht unbedingt im Nahkampf. Und deswegen ist es auch aktuell das perfekte Klassensetup für diese Waffe. Und natürlich braucht ihr wieder bei den Aufsätzen den Monolith-Schalldämpfer für effektive Reichweite und natürlich die Geräuschschalldämpfung, dann den XRK Summit 26,8 Zoll Lauf. Für effektive Reichweite, Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle. Beim Visier haben wir das VLK 3,0 Visier. Wie gesagt, theoretisch könnt ihr jedes andere Visier nehmen, was euch persönlich am besten gefällt. Beim Unterlauf haben wir den Ranger Vordergriff für Rückschusskontrolle und Zielstabilität. Natürlich könnt ihr auch theoretisch das Standardmagazin drauflassen, aber 60 Schuss ist eigentlich perfekt, dass die Waffe wenigstens noch ein bisschen mobil ist. Und da die Waffe so stark ist, reichen 60 Schuss eigentlich immer vollkommen aus. Und das ist das erste Klassensetup. Wie gesagt, die Stärken der Waffen kann man wirklich mit diesem Setup perfekt ausspielen auf die Distanz. Ein Präzisionsmonster und das ist das erste Klassensetup. Setup. Wie gesagt, testet das Ganze gerne, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und ich zeige euch jetzt das zweite Klassensetup. Let's go. Das zweite Klassensetup spielt ja eigentlich auch relativ ähnlich wieder der Monolith-Schalldämpfer, der XRK 26,8 Zoll Summit-Lauf. Dann spielen wir diesmal das Ganze ohne Schaft.
einfach für die Beweglichkeit. Beim Unterlauf den Kommandovordergriff für Stabilisierung von Rückschuss und die Zielstabilität und das 60-Schuss-Magazin. Und die Brühen MK9 ist sowieso aktuell eine sehr, sehr starke Waffe, deswegen ist es auch im Endeffekt egal, wie man die Waffe spielt, glaube ich. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nichts in Zukunft verpassen wollt, lasst ein Abo da, würde mich echt mega freuen. Oder sorry, dass jetzt keine Facecam am Start ist. Ich habe das Ganze eigentlich schon mal mit Facecam aufgenommen, als ich das Video hier wirklich selbst aufgenommen habe. Irgendwie, ja, war die Aufnahme verbuggt, nur die letzte natürlich. Und deswegen muss ich das Ganze nachkommentieren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal, peace.